Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir soll es heute einen Foundation-Test geben. Über den Tag hinweg möchte ich euch zwei Fortschritte zeigen. Wir haben aktuell 9.30 Uhr, relativ spät. Vielleicht schaffe ich das so bis 8, 9 Uhr zu filmen, dass wir so 12 Stunden hinbekommen. 12, 11, 10, keine Ahnung. Ich habe aktuell einen Sonnenschutz drauf von Nivea. So ganz leicht, weil nicht so viel. Ja, ich brauche nicht so viel gerade. Tagespflege ist natürlich schon drauf und heute soll es um die Fit Me Maybelline Luminous and Smooth Strahlen und ebenmäßig normal to dry, trocken bis normale bis trockene Haut. Ich muss eher sagen, ich habe eher eine ölige Haut. Ich hatte gestern versucht, schon euch eine Review zu drehen, aber ich musste so auf meine Nase schniefen, dass alles abgetragen war. Das war kein, und dann habe ich noch drauf geschlafen und es war kein richtiger, sage ich mal, Test. Tag, deswegen habe ich das über den Haufen geworfen und es gibt einfach nur einen Look. Ich trage mir 3 Pumphübe auf und ich habe meinen Schwamm vergessen. Sie ist auch relativ flüssig und sie riecht nach irgendwas. Also sie riecht nach, ich würde sagen, Schminke oder nach einfach nach Make-up, also nach irgendwas. Also ich finde es jetzt nicht unangenehm. Es gibt Schlimmeres, zum Beispiel wie die 11 oder die 163 Tage, die war sehr intensiv. Gestern hatte ich eben, wie gesagt, dann doch noch mittags einen Look auch noch kreiert, der mir einfach besser zugesagt hat über den Tag über, weil ich noch aus dem Haus bin. Da habe ich das ja mittags nochmal abgeschminkt und deswegen gab es auch keine Review. Jetzt aber möchte ich heute das hier mit euch zusammen testen. Ich hole mal mein Schwämmchen. Schwänzchen ist aktuell von Ebeline, die das abgeschrägt ist, finde ich nämlich richtig gut. Ich mag das sehr und ich arbeite das jetzt einfach mal in die Haut ein. Es oxidiert ein wenig, würde ich sagen. Ja, so vielleicht ein, zwei Nuancen dunkler wird das. Von der Farbe her, die 125 ist doch ein Ticken orange. Also für jeder. Das sieht immer so extrem, finde ich, bei mir aus, weil mein Gesicht immer so hell ist. Aber zum Körper im Endeffekt passt es dann doch. Aber es ist halt sehr problematisch, weil wenn man ein Stück Make-up abgeht, habe ich dann so eine helle Visage. Ich habe eher auch eben, wie gesagt, eher so eine ölige Haut im Sommer. Vielleicht ist das auch nur eine Winterfoundation, aber natürlich nicht in dieser Farbe. Da musste ich ja 7 Tage lang durchgehend im Solarium liegen, um das zu erreichen. Also ihr seht ja, es passt ja im Endeffekt zu mir, ist aber für mich auch ungewöhnlich. Lässt sich auch gut einarbeiten. Ich hatte gestern zum Beispiel vorgestern ein Problem, dass es meine Poren so arg betont hat. Ich wusste nicht, woran es lag. Es ist halt einfach dieses Smooth und nicht poreless, weil es eben nicht poreless ist. Denn die Fit Me Matte and Poreless mag ich nämlich total gerne. Der Übergang, den tupfe ich nochmal hier ein bisschen heller, damit er nicht ganz so extrem ist. Ich werde aber meinen Pony heute tragen, von daher geht's dann. So. Hier so eine Ohrfalte, das ist mir noch nie aufgefallen. Seht ihr das? Das ist mein Ohr so, als würde der da so dran kleben. Hier ist es nämlich nicht so. Hier klebt mein Ohr nicht so dran. Ja. Und ich hatte noch ein Problem damit, dass ich die Foundation nicht richtig auftragen konnte. Heute ist nämlich der zweite Tag, wo ich sie jetzt teste. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit, denn an sich finde ich die gar nicht mal so verkehrt. Ich trage mir ein bisschen Concealer auf, gar nicht so viel. Ja. Das ist der Bourjois Concealer, Healthy Glow oder Healthy. Nur so ein bisschen zum Aufhellen. Ihr seht auch, es sieht ein bisschen ölig aus und trieft so ein wenig. Ich finde das nicht gerade hilfreich, wenn man eben eine ölige Haut hat. Aber für die Mäuse, die eben eine trockene Haut haben, kann ich sie gut vorstellen. Meine Mutter habe ich die auch mitgegeben, bin ich der Meinung.
Und ja, ich hoffe doch, sie ist eh nicht so eine Schminktante wie ich jetzt. Sie wird auch niemals eine sein. Es bockt sie einfach nicht. Sie sieht auch so Ich toll benutze aus. einen Kabuki-Pinsel von BH Cosmetics, den ich echt gut finde für sowas, weil man es einfach so draufdätschen kann. Ein ganz stinknormales Puder verspricht überhaupt nichts. Pressed Powder. Und ja, ich muss sagen, wenn man es dann gesettet hat, dann glowt es zwar nicht mehr so, also dann ist dieses Glow weg, aber man sieht nicht so trocken aus. Und ich finde auch, dass die Poren hier nicht so hervorkommen wie da, weil sie da jetzt, man sieht ganz eindeutig, ne, wie smooth das ist und glowy das ist. Das wäre mir einfach too much für den Winter, für den Sommer. Das wäre mir einfach too much, weil bei 30 Grad im Schatten braucht man einfach etwas, was ein bisschen matter ist, damit es nicht gleich so trieft, weil es, also das erste, wo ich schwitze, ist meine Oberlippe. Das sieht total affig aus. Aber es ist nun mal so. So, jetzt ist halt auch alles abmattiert und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass es mich so trocken gemacht hat. Also ich habe trotzdem immer noch ein gutes Hautgefühl. Ich würde sagen, ich mache mein Gesicht jetzt einfach mal fertig und dann sehen wir uns wieder. Oh, ihr Bis Lieben, gleich. also ich konnte alles auftragen und es ließ sich alles gut verblenden. Es liegt nichts unschön auf der Hand, auf der Haut. Auf der Hand, auf der Foundation. Ich kann sagen, ich bin auch mit meinem Stirnbereich gut zufrieden. Es hat jetzt nichts mehr meine Falten betont oder sowas. Also, nachdem ich es abgepudert habe, hat sich das einfach gesetzt. Und das sieht ganz smooth aus. Meine Poren sind natürlich nicht geschlossen. Es steht ja auch nicht da, dass es porenverschließend ist. Aber man sollte es vielleicht wissen, dass man da einfach gegen. Wenn es einem einfach nicht passt, einfach einen Primer benutzt. Ne? Da gibt es verschiedene, deswegen gibt es ja Primer, damit jeder für seine Haut seine Foundation mischen kann, sag ich mal. Ich habe einen Primer benutzt und zwar letztes Mal den hier. Nur auf der einen Seite. Das hat mir ein bisschen besser gefallen. Es hat so ein bisschen diese gröberen Strukturen hier einfach verschlossen. War einfach gut. Ich kann da aber auch noch ein bisschen Puder auftragen. Dann schließt es auch noch mal so ein bisschen die Poren. Aber so an sich kann ich sagen, es ist eine schöne Foundation. Wir schauen mal in 4 Stunden. Und dann noch mal in 4 Stunden. Und dann noch mal vielleicht, ja, bevor ich mich abschminke, wie das dann aussieht. Ich habe heute auch eine Gesichtsreinigungsmaske drauf gemacht. Ja, war vielleicht nicht so sinnvoll, aber. Hab dann eher eine trockene Haut, ne? Damit so ein bisschen austrocknet ist. Ja. Genau, und dann sehen wir uns einfach demnächst wieder. Ich hoffe, ihr erkennt das auch hier. Nix unschön. Auch hier an der unteren Augenpartie, ne? Damit gehe ich ja trotzdem mit Foundation ein bisschen lang. Auch an meiner Nase sieht es alles so ein bisschen gemacht, also ein bisschen Foundation drauf, aber nicht zu viel. Und klar, die ganzen anderen Produkte. Aber so an sich muss ich sagen, eine schöne Foundation könnte mir gut gefallen. Unserem ersten Was? Update der Foundation. Es hat sich so ein bisschen hier meine Mascara abgewischt, weil ich ein bisschen drauf gepennt habe. Ich hoffe, es ist trotzdem noch alles sichtbar. Man sieht, es hat sich natürlich etwas abgetragen, ne? Das ist ja eigentlich auch fast schon normal im Gesicht. Man sieht aber auch, dass es eher diesen Glow-Effekt hat. Ich fange jetzt an, hier vermehrt zu schwitzen. Ich hoffe, ihr kennt das. Also man sieht ganz deutlich, dass es eher so eine glowige Foundation irgendwann ist. Es hat sich trotzdem nichts verändert, muss ich sagen. Also ich lag 2 Stunden da und habe gepennt, fast sozusagen. Ich habe Videos halt angeguckt und lag auf der Seite. Und bin dann doch eingepennt, weil mein Sohnemann auch eingeschlafen ist. Auf der Nase hat sich das deutlich abgetragen, aber es ist so gleichmäßig abgetragen. Ich muss sagen, ich bin schon begeistert, was die Foundation hat. Sie hat jetzt 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 6 Stunden gehoben. Und ich musste meine Nase putzen. Sie gehört schon eher zu dieser Tendenz. Ich würde sie nicht nachkaufen. Also nicht für den Sommer, weil es einfach schmilzt.
derjenige, der eine trockene Haut hat oder eher sowas Feuchtigkeitsspendendes sucht, der ist hier auf jeden Fall richtig. Ich würde keine Base unten drunter tragen und kein Primer, nichts. Ich würde nur mein Gesicht waschen und direkt diese Foundation auftragen. Das ist meine Meinung, weil ich finde, sie ist zu glowy. Also vielleicht seht ihr auch. Ich kann ja mal abpudern. Ich puder mal nicht ab. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, also man sieht, ich schwitze, fange an zu schwitzen, weil ich jetzt gerade einen Kaffee getrunken habe und dann kommt immer so eine Hitzewelle. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man die Tage hat oder sowas. Hier war es ganz deutlich verschmiert, das musste ich abnehmen und dann geht aber auch die Foundation ab. Also sollte ich mit dem Finger dran gehen, dann geht auch tatsächlich dieses Öl mit ab. Aber so vom Hautbild, ich finde das total schön. Also es macht wirklich einen richtig schönen frischen Kick, ja? Ich sehe heute total frisch und glowy und aber noch nicht zu viel aus. Ich bin mal gespannt, was es in 4 Stunden ausmacht. Das wäre so um 8:30. Warte mal, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30. 7:30, dann haben wir so ungefähr 10 Stunden. Mein Augen-Make-up ist auch bombenmäßig drauf. Ich weiß gar nicht, von wo es verschmiert ist. Auf jeden Fall war ich hier schwarz, weil mein Auge getränt hat. Es ist bombenmäßig noch und ich feiere es immer noch. Klar, Lippenstift ist ab, aber die Foundation sitzt noch perfekt. Muss ich sagen, ich habe auch, wie gesagt, heute Pony eigentlich. Mache ich ja jetzt auf Seite, weil ich anfange zu schwitzen. Ja, man sieht auch noch so die Fältchen vom Schlafen. Hier am Arm auch noch. Ich hoffe, ihr erkennt das, dass ihr auch mir glaubt, was ich erzähle. Aber ich denke, darüber muss ich mir keine Gedanken machen, ob ihr mir da jetzt vertraut oder nicht. Es ist ja jedem selbst Ich habe überlassen. nichts davon, euch irgendwie anzuschwindeln, wie es halt ist. Ja. Wir sehen uns dann nachher wieder. Frühestens um 7:30. Spätestens um 9:30. Sowas. Zwischen den Zeitraum und ihr seht, so ihr Lieben, mein letztes Update kommt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wir haben jetzt 7:15. Ich habe die Foundation seit 9:30 drauf. Also über 9 Stunden. Ich bin jetzt froh, einfach mich bald abschminken zu können. Ich habe noch einiges so haushaltstechnisch vor, wie Staubsaugen und sowas. Also ich habe gekocht damit, ich habe alles Mögliche gemacht. Man sieht, so langsam wird diese Foundation so ein bisschen, ja, glowy. Und somit wird sie auch so glitschig und setzt sich auch hier in die Fältchen ein. Ich hoffe, ihr erkennt das. Das habe ich nicht immer, muss ich sagen. Aber ziemlich oft halt in dieser Falte. Da muss ich sagen, ist heute sehr wenig. Entweder habe ich wenig nachgedacht oder es ist einfach, es ist halt die perfekte Foundation für so Fältchen. Wobei hier in die kleineren Linien, es ist ziemlich schnell gekrochen. Es kann natürlich sein, dass ich da ein bisschen mehr Puder drauf habe. Oder. Aber so an sich muss ich sagen, gefällt mir dieses Gesamtbild sehr gut. Ich muss auch sagen, dass es hat sich zwar, also an der Nase ist es abgegangen. Das sieht man ganz deutlich hier. Und ich öle halt wahnsinnig. Man könnte natürlich Blotting Papers nehmen oder so einen Schwamm. Uns ein bisschen abnehmen. Ich würde aber sogar so einfach das Haus verlassen. Es würde mich nicht stören, weil es halt eben so gleichmäßig irgendwie abgegangen ist. Auf der Nase ist zwar nichts, aber es fällt nicht gleich auf. Wisst ihr, was ich meine? Bei manchen Foundations sieht man so richtig. Ich muss auch sagen, dass die Seite mir natürlich viel, viel besser gefällt, wo ich nicht auf dem Kissen gelegen habe, als diese Seite, weil da ja meine Rötungen durchkommen. Aber an sich tolle Foundation für den Preis. Ich glaube, sie kostet 8 Euro. Ich blende euch das aber mal ein. Die 125 passt sehr gut. Ich würde sie nochmal im Winter ausprobieren, weil es einfach für mich keine Sommerfoundation ist, weil es mir einfach zu ölig ist, zu reichhaltig. Ich habe auch eine Tagespflege drunter unten. Ja, ist halt nichts. Ich würde es auch einfach ohne alles probieren. Wir könnten es nochmal probieren abzupudern, um einfach zu gucken, was dann passiert. Einfach, ja. Ich guck mal in den Spiegel. Ja, es wird halt gleich ein bisschen cakey. Ich hoffe, ihr erkennt das. Es wirkt halt gleich ein bisschen cakey, aber
Es wirkt nicht ganz so, wie es bei manchen Foundations cakey wirkt. Wir pudern mal ein bisschen ab. Ich kann mir durchaus jetzt noch ein Party-Leben vorstellen, hätte ich eins. Einfach so aus dem Haus zu gehen, falsche Wimper drauf und gut ist. Ja, also abgepudert gefällt mir einfach die Foundation viel, viel besser. Es ist nicht ganz so glänzend. Also man sieht, ne, nach 9 Stunden ist dann auch mal gut. Ich habe ja vorher nicht abgepudert. Ich muss sagen, auch so die Trockenheitsfältchen unter den Augen sind schon sichtbar, aber nicht ganz so, ne? Es gibt manche Foundation so und dann noch das Puder. Aber diese hier ist wirklich toll. Auch hier an den Stirnbereich wirklich minimal in die Fältchen gekrochen. Habe ich bei vielen Foundations, dass es richtig pastös hier drin liegt und außen nichts ist. Aber in dieser Botox-Falte, sage ich mal, mega viel. Tolle Foundation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann sie für trockene Haut empfehlen, für normale bis trockene Haut. Ich würde eher sagen, zu Trockenheit neigende Haut, nicht für normale Haut. Gut abgepudert, ja. Wenn ihr aber dazu neigt, hier in dem Bereich halt einfach schnell nachzuschwitzen, dann nein. Weil man hätte einfach dann immer die Befürchtnis, es würde überall hinkriechen. Und es ist eine mittlere Deckkraft, die gut was ebenmäßig macht, aber jetzt nicht. Und der Geruch war für mich auch sofort verflogen, als ich ihn aufgetragen habe. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht mit einem Popel gefilmt. Naja, das ist das Leben. Ich wünsche euch was. Tschüss, bis zum nächsten Foundation-Test.